Also es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als dass man, wenn man ein Video zu YouTube hochlädt und irgendwie was mit Musik reingemacht hat, dass dann das Ganze gesperrt wird wegen Urheberrechts Inhalt, hier Content-ID-Ansprüche, Inhalt kann nicht angenommen werden. Okay, mal kurz zum Fassen. Ich habe in meinem Video über Magix Deluxe 2013 Software Music mit reingezogen. Da gibt es ja eigentlich immer so eine, da war immer so ein Bonuspack dabei. Und dieser Bonuspack, wenn man es mal genau nimmt, ist halt ist zwar für den Privatgebrauch taugt es, aber für ein gewerblicher oder ne, sobald man was auf YouTube hochlegt und monetarisieren möchte, dann fliegt es, ist das ganze Ding verboten. Und deswegen ist das dieses komplett Ärgerliche dran, dass man überhaupt Magix Video Deluxe drauf hat, weil diese Video Deluxe Maschine, die klemmt an alle Ecke, seit sie umgestellt habe. Ist auch nicht besser geworden. Aber ich will euch hier eigentlich auch eine Lösung präsentieren, wie man das Ganze rauskriegt. Zunächst schon mal kann man eigentlich sagen, diese komplette Datei, so schön sie auch ist, von Magix kann man eigentlich vergessen, weil das total, weil man kann sie nicht weiterverwenden. So, und deswegen macht man was ganz anderes. Man geht auf, wenn man kostenlos lizenzfreie Musik haben möchte, irgendwas zur Untermalung. Also hier übrigens, sobald ihr auf euren Kanal geht, ja, auf euren Creator, auf dem Videokanal und eure Videos anschaut, dann werdet ihr sehen, dass hier so eins drinne steht, enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte. Und dann bekommt er kein Geld dafür und es ist eigentlich immer so die Frage, habt ihr jetzt was Illegales gemacht oder nicht? Na, das ist wirklich ärgerlich. Also, was machen wir als Lösung? Man geht hier unter beim Creator Studio auf Video Tools und da gibt es eine Audio-Bibliothek, die geht als erstes auf. Und da gibt es einen ganzen Block voller Musik. Könnt ihr euch welche raussuchen? Könnt ihr hier ablaufen lassen. Und dann hier könnt ihr sie runterladen. Und diese am besten ladet ihr hier gleich einmal einen Packer mit runter. Man kann hier unheimlich viel raussuchen. Hier müssen wir sie dann benennen, mit Namensbenennung machen. Ja. Das heißt, der Traveler, den machen wir gleich mal wieder raus. Und hier, der hier, Dirt Road Traveler, raus mal. Gehen wir mal auf das. Wenn ihr dann das runtergeladen habt, dann tippt ihr ein in eurem Browser, Steuerung J. Dann seid ihr auf dem hier. Auf dem System drauf. Dann geht er auf das, was er gerade runtergeladen hat. Die hier zum Beispiel waren das. Ja, wir wollen das jetzt gar nicht alles haben. Ich schmeiß mal das ganze Gerüst hier runter. Das brauche ich alles nicht. Machen wir mal noch mal welche runter. Wo war es hier? Dashboard, lizenzfreie Musik, hier Audiobibliothek. Nehmen wir alle die, wo ihr nicht benennen müsst. Hier müsst ihr halt immer, hier muss eine Benennung stattfinden. Wobei das auch nicht stören wird. Laden wir nochmal runter. Eins, zwei. Dann habt ihr wenigstens ein Problem, wenn ihr überhaupt nur diesen Vorgang geht. So, jetzt haben wir mal fünf runtergeladen. Jetzt tippen wir Steuerung J ein zu Download Center. Öffnen den Download-Ordner als solches. Legt es bei euch irgendwo an, in einem Download Music Ordner. Lizenz mit Z, Lizenz freie Musik, License. Wer weiß, ob es jetzt mit oder ohne Dings ist. Ich glaube, License schreibt mit Z, aber fürs Beispiel juckt es nicht. So, und jetzt geht ihr an euren Audio Studio, das hier dieser Videomaschine, die ihr habt, dann holt ihr euch
die neue Musik, Musik verwalten, ja, sagen wir hier importieren, da ist sie. Dem hat es jetzt dann diese, ihr seht auch, dass diese, es hat sich alles ein bisschen verschoben bei Fensteranordnung Standard. So. Dann geht er hier auf Import, geht er auf euren Computer, Download Center zum Beispiel. Wo haben wir es? Downloads. Lizenzfreie Musik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier rein, schmeißen die alte raus. Hier machen wir diese Wellendings dazu und lege dann immer das rein, was hier schön langsam einblenden. Hier ausblenden, zack, neue Musik rein, neu kompilieren und das ganze Ding ist fertig. Macht das einfach auch so. Hier habt ihr kostenlose Musik und wenn es dann anschließend gerendert ist, hier neu exportieren und dann hochladen, dann habt ihr kostenlose Musik. Das ist ein Weg, der sehr einfach ist und sehr übersichtlich und garantiert zu keinen Problemen führt. Ich hoffe, ihr nutzt es und wenn ihr Probleme habt damit, dann meldet ihr euch bei mir.